Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. In dieser Sendung hören Sie die Schriftstellerin Katja Petrowskaja. Sie ist Ukrainerin, Russin, Jüdin und sie schreibt auf Deutsch. 2013 hat sie den Bachmann-Preis erhalten. In einer von Kriegen und Krisen zerrütteten Welt versucht Katja Petrowskaja zu ergründen, wie einzelne Menschen historische Umbrüche erfahren. Hören Sie ein Gespräch mit Desi Gavrilova am Humanities Festival in Wien. Das Gespräch beginnt Desi Gavrilova mit einer ungewöhnlichen Frage für eine preisgekrönte Autorin. Wie es kommt, dass sie einmal gesagt hat, ihr Deutsch ist nicht gut. Ich meinte damit, dass ich fast in jedem Satz Fehler mache. Und wenn ich Fehler nicht mache, dann bin ich nicht sicher, dass der Satz richtig gebaut ist. Es bedeutet, ich finde, das ist jetzt nicht wichtig, ehrlich gesagt. Wichtig ist überhaupt, in unserer Zeit sprechen zu können. Seit Anfang des Krieges bin ich ganze Zeit in so einem wechselnden Zustand. Was ist eigentlich jetzt wichtig zu machen? Sprechen oder lieber schweigen und sich mit taktischer Medizin beschäftigen oder konkreten Menschen helfen? Die Sprache hat jetzt überhaupt eine andere Funktion. Ich habe tatsächlich Deutsch angefangen, sehr spät zu lernen. Also ich war schon 27 oder so. Aber nach 22 Jahren ist es sowieso zu spät, damit zu kokettieren. Ich mache einfach Fehler. Vielleicht diese Situation mit der Sprache, das ist nie, die automatisch gegeben ist, sondern es ist immer, also dieser Weg ist immer steinig und erschwert. Man greift jedes Wort mit einer gewissen Mühe. Es gibt eine ganz andere Flor. Also es gibt, ich weiß es nicht. Also. Glaubst du, dass diese Resistenz der Sprache etwas mit deinen Schriften macht, mit deinem Stil, mit deinem Schreiben? Also ich... es wäre mir lieber, ich glaube, so fängt vielleicht das Jahr an. Es wäre mir lieber, jetzt schaue ich meinen Mann an, um zu fragen, wie man Konjunktiv baut. Vielleicht, Esther, dein erstes Buch handelt von deiner Familie, von der Geschichte einer jüdisch-sowjetischen Familie und es handelt sehr viel über die Zeiten vor Zweiten Weltkrieg. Und das Buch erschien im 2014, gerade damals, als in deinem Land, in deinem Heimatland wieder Krieg war. Und inzwischen haben wir in Europa eigentlich ein paar Generationen gehabt, die gedacht haben, sie werden immer im Frieden leben. Und da war wieder Krieg. Eigentlich, ich hatte vielleicht das Teil aus diesem Gefühl angefangen, dass es tatsächlich etwas vor vielen Jahren passiert ist, was wir niemals verstehen würden und was niemals man gut machen kann. Und eigentlich für dieses Buch, Entschuldigung, ich höre mich gar nichts, es ist sehr schwer hier zu reden. Für dieses Buch war deutsche Sprache ganz, ganz wichtig. Eigentlich ukrainisch, russisch, jüdische, sowjetische Geschichte aufzuschreiben auf deutsche Sprache war so ein Schritt, mich selbst einfach zu einem Menschen zu machen und nicht zu den Menschen, denen diese Geschichte gehört, einerseits. Andererseits, dieses Buch war über Verluste des Zweiten Weltkrieges und ich glaube, um wirklich diesen Verlust zu konfrontieren, vielleicht war es eine intuitive Entscheidung, aber
um diesen Verlust nachzuahmen, habe ich Muttersprache verloren oder verschluckt. Und drittens, auf Deutsch zu schreiben, war ein Versuch, aus diesem Rollenspiel rauszusteigen, also auszusteigen, dass es sozusagen, es gibt Schuldige und Unschuldige, es gibt, dass das sozusagen Moral in der Sprache liegt. Und ich hatte versucht, deutsche Sprache dadurch für mich unschuldig zu machen. Also das war vielleicht diese Überlegung. Und jetzt glaube ich, aus diesen Gedanken muss ich eigentlich wieder ins russische Sprache umzusteigen, in die russische Sprache umzusteigen, weil russische Sprache gerade in so eine ähnliche Sackgasse ist. Ja. Was meinst du damit, in Russische einzusteigen? Also gerade jetzt ist Russisch diese kontaminierte Sprache des Krieges. Obwohl die Hälfte Ukrainer Russisch als Muttersprache hat. Also ich merke das zum Beispiel bei einigen Freunden von mir. Seit Anfang des Krieges schreiben sie in öffentlichen Räumen, so in diesen verfluchten Facebook zum Beispiel, nur auf Ukrainisch. Also und viele Freunde von mir sind eigentlich beinahe zweisprachig, aber es gibt trotzdem Muttersprache. Und bei vielen Freunden von mir ist es doch Russisch. Und sie schreiben jetzt in öffentlichen Räumen nur auf Ukrainisch, um bloß sich von diesem Aggressor abzuwenden, mindestens in öffentlichen Raum. Ja. Überlegungen, dann russische Sprache überall, auch in Wissenschaft, als imperiale Sprache, als Sprache der Macht, auch in Propaganda als Sprache der Macht funktioniert, ist sehr wohl verbreitet. Und ja, man weiß nicht, wie man, so ja, sogar wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum in Berlin bin und höre russische Sprache, ich frage mich ständig, sind das die Flüchtlinge aus der Ukraine oder das sind die Russen? Und eigentlich diese Gefühle sind sehr, sehr zerrissen jetzt. Also ich finde, die russische Sprache ist wirklich in diesem Hinsicht sehr interessant gerade, was man damit machen kann und was man schreiben kann. Wir werden weiter über den Krieg natürlich sprechen und was der Krieg mit den Leuten in der Ukraine macht. Aber dieser Krieg hat auch einen kulturellen Krieg ausgelöst. Und darüber sprichst du gerade. Also es gab am Anfang des Krieges ukrainische Intellektuelle, die öffentlich gesagt haben, das ist nicht nur ein Krieg Putins, das ist ein Krieg Puschkins. Und soweit ich verstehe, das stimmen sie nicht zu. Also ich möchte noch eine Frage zurückkommen, zu einer Frage kommen. Also du hast mich so eingeschüchtert, dass ich nicht aufhören kann. Ich hatte eigentlich vielleicht erst nicht über den Zweiten Weltkrieg geschrieben. Das ist ein Buch über einen modernen Menschen, der über die Geschichte stolpert. Und das ist eigentlich über jetzt, über jetzt von damals. Und das Buch wurde veröffentlicht als wirklich Premiere, war gerade, glaube ich, am Tag, als Krim annexiert wurde. Und ich hatte mich so manieriert gefühlt, dass ich so jetzt über den Zweiten Weltkrieg reden soll. Und das ist mein Schmerzen, was nicht vergeht. Und eigentlich plötzlich stehen wir in einem anderen Krieg und vor ganz anderen Ereignissen. Und damals waren wir so verzweifelt. Und ich erinnere mich ziemlich genau daran, weil 2015 kam ich habe dir erzählt, genau vor 7 Jahren kam ich nach Wien. Und das war dieses Erlebnis mit syrischen Flüchtlingen. Also Welle von syrischen Flüchtlingen auch nach Europa hat die Ereignisse in der Ukraine völlig in völlig aus dem Bild verschoben, aus dem zentralen Bild. Und wir haben alle vergessen, dass eigentlich da der Krieg herrschte, ganz in dieser Zeit. Ja. Und
Und für mich, diese Erlebnisse mit den Büchern sind ziemlich unheimlich, weil als vielleicht das da veröffentlicht wurde, oder als ich, glaube ich, das letzte Kapitel zu Ende schrieb, war es November 2013. Und damals hat es angefangen auf dem Maidan, also diese Proteste auf Maidan im November. Und eigentlich mein Buch endet mit der Rückkehr nach Hause, und das ist Institutska Straße in Kiew. Auf dieser Straße am Ende von Maidan, Maidan-Protesten wurden 100 Menschen getötet. Und ich stand mit meinem Buch wirklich mit diesem unheimlichen Gefühl bei der Premiere, weil mein Buch wirklich mit der Straße endet, wo die Leute getötet wurden und wo ich geboren bin. Und so kam ich auch mit dem nächsten Buch in der gleichen Kurve eigentlich. Also das Buch wurde im Mai veröffentlicht, und mein zweites Buch fängt eigentlich mit dem Foto an, was mich lange Zeit beschäftigt hat und was aus dem ersten ukrainischen Krieg stammt, von 2015. Vielleicht ist jetzt der Zeit eigentlich, dass wir über dieses Buch sprechen. Mindestens, was du wirklich in diesem Buch machst, finde ich. Und ich würde sehr gerne, dass du jetzt uns eigentlich von diesem Buch vorliest. Aber was du wirklich großartig machst, finde ich, dass du die individuelle menschliche Erfahrung in einem historischen Moment fängst und in der Innere des Menschen gehst. Aber vielleicht kannst du ein Stück aussuchen und uns vorlesen, sodass wir ein Gefühl haben, die unsere Gäste haben, von wie du schreibst. Ja, das war der erste Text eigentlich. Und das ist nicht mein Lieblingstext, aber tatsächlich, also dieses Bild stand auf dem Platz von Wortlosigkeit. Bergmann von Donbass. Das Foto schaute mich an. Die Nähe fesselte mich, erschreckte mich sogar. Ich wusste nicht einmal, wo Krasnaremisk sich befindet, doch dieser Mann stand vor mir, viel zu nah, und blies mir seinen Rauch ins Gesicht. Ich wartete darauf, dass der Rauch sich auflöst und ich sehe, ob er lächelt oder grinst. Aber nein, er schaute in den Rauch seiner Zigarette und blieb wie in ein Geheimnis gehüllt. Die Fotografin hatte viele Fotos in dieser Gegend gemacht und darüber geschrieben, wie die Bergleute stur zur Arbeit gingen. Kein Gehalt seit Oktober, aber sie arbeiteten, denn Arbeit war Frieden und der Krieg absurd. Und wie diese Arbeiter die Normalität des Friedens wiederherstellten, nur dadurch, dass sie zur Arbeit gingen. Ich las Kommentare eines Gewerkschafters und dann die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, als wäre mein Lesen und Schauen ein Akt des Waffenstillstands, als würde nicht geschossen, solange ich lese. Ich war noch nie dort gewesen, in Donetsk, Luhansk. Ich schaute auf die Karte. Der Ort heißt Schestje, auf Russisch Glück. Dort waren an einer Bushaltestelle zwei Menschen umgekommen, rein zufällig. Zerbombte Häuser, freiwillige Kämpfer, Flüchtlinge, Feldzüge, Bilder über Bilder. Warum ausgerechnet dieses Foto? Übrigens, das Foto stammt von Evgenia Belarusitz, die seit Anfang dieses Krieges Kriegstagebuch für Spiegel Online geschrieben hat. Und einer von ihren Beiträgen hieß Glück gibt es nicht mehr. Es ist eine zerbombte Stadt. Die Augen des Bergmanns haben mich über Monate hinweg verfolgt, als wären sie von einem Werwolf. Sie fanden mich immer wieder. Und immer waren sie direkt auf mich gerichtet, nah und fremd zugleich. Ich musste nur zurückschauen und sah die weißen Flecken, die mich beobachteten, wie die strengen Augen von Ikonen, die von irgendwo auf uns schauen. Wir werden von ihrem Blick erfasst, egal
ob wir daran glauben oder nicht. Den Blick dieses Mannes konnte ich aber nicht fangen. Ist es Verzweiflung, Vorwurf, Weisheit, Tollwut, Glauben? Ist ihm alles egal? Sind da Tränen? Oder sehe ich etwas, das nur in dem Foto entstanden ist, die widersprüchliche Botschaft einer Fotografin? Die Fotografin fuhr regelmäßig Richtung Front, fotografierte Menschen und Städte und schwor, das sei nicht gefährlich. Sie hat die Serie »Fotografieren Sie uns nicht, sonst kommen Sie und schießen« genannt. Dies soll ihr einer der Bergleute gesagt haben, als hätte er mit Doppeldeutigkeit des englischen »Shoot« spielen können. Ist das die Logik des Krieges oder der Kunst? Das einzig Wirkliche auf dem Foto, das Einzige, was mir bekannt oder vertraut vorkommt, ist die Zigarette, unvorstellbar weiß und scharf. Man könnte meinen, die Fotografin habe den Fokus falsch eingestellt. Rauch überzieht das Gesicht. Das milchige Weiß bedeckt den Ruß. Hinter dem Mann erkennt man ein Haus. Er blickt mit seinem weißen Star aus den Augen und raucht. Dieser Rauch bleibt intim und nebulös, der dieses kurze Ausatmen niemals endet. Der Bergmann ist schwarz und seine Augen sind weiß. Aber er ist nicht blind, ich bin es, mit meinem Unwissen, mit meiner Ignoranz gegenüber dieser Region, gegenüber diesen Menschen. Die Erkenntnis war schwarz-weiß. Aber das Foto war farbig. Daraus blickte mir meine eigene Blindheit, meine eigene Ohnmacht entgegen. Ich fragte die Fotografin, eine zierliche junge Frau, ob sie so nah bei dem Mann gestanden oder mit Zoom fotografiert habe. Ganz nah. Wie nah, fragte ich. Er saß auf einer Bank, rauchte und ich kniete vor ihm. Eine technische Notwendigkeit. Ich bin nicht fertig. Vor Monaten bin ich im Internet auf diesen Bergmann gestoßen. Und nun ist er im ukrainischen Pavillon der Biennale von Venedig ausgestellt, als hätte er selbst Karriere gemacht. Nur wenige Schritte vor der Arsenalbrücke entfernt, auch nachts zu sehen hinter der Glasfront. Man kann zusammen mit dem Bergmann rauchen, vielleicht wird sein Gesicht im gemeinsamen Rauch verständlicher. Ich habe mit ihm geraucht, als es dunkel wurde. 14. Juni 2015. Also, danke sehr. Wir waren damals verzweifelt, weil dieser Krieg von damals dürfte nicht stattfinden, nicht passieren, ja. Und wir leben jetzt in so einer Inflation von Verzweiflung auch, ja. Und das ist sehr, sehr schwer, auch mit diesen Gefühlen umzugehen, weil mit den ersten Toten waren wir verzweifelt. Mit dem Anfang dieses Krieges von damals waren wir verzweifelt. Jetzt, das ist ein Ausmaß, was also kein Mensch überhaupt verstehen oder annehmen kann. Und wie man aus so einer Situation spricht und was ist genau wichtig zu beeinflussen, sagen, aufklären, das ist das. Also man hat mittlerweile das Gefühl, nach ersten Monaten von diesem Großflächenkrieg sind alle Worte schon gesagt. Ja, in diesem Buch, das eigentlich als Bildkolumnen seit 2015 regelmäßig rausgekommen ist, schreiben Sie nicht über Ukraine. Damals gab es natürlich Interesse wegen des Krieges in der Ukraine. Aber in diese Kolumnen bringen Sie Themen fort, die nicht nur mit der Ukraine zu tun haben und nicht mit Ihnen persönlich, mit dir persönlich zu tun haben. Welche Themen war es dir wichtig vorzubringen in diese Kolumnen, die jetzt in diesem Buch sind? Also es geht überhaupt nicht um Themen. Ich glaube, das ist so ein verstecktes Kalender
der Begegnungen. Und jedes Bild ist ein Encounter, eine Begegnung, ein Dialog. Und eigentlich, manchmal hatten die Bilder mich aufgesucht und nicht umgekehrt. Und das ist, natürlich leben wir so in so einer Inflation von Bildern, also wir sind wirklich von Bildern bombardiert, obwohl, wie man dieses Wort jetzt benutzt, weiß ich auch nicht. Und das war eigentlich ein Versuch, gegen diesen Flut zu arbeiten. Gleichzeitig arbeite ich für die Zeitung. Und Zeitung ist immer so ein Zeitverlauf. Und meine Zeitung hat mir erlaubt, eigentlich diesen Platz als Carte Blanche zu benutzen. Ich konnte alles Mögliche schreiben, über Archivfotos aus irgendwelchen Albumen von 19. Jahrhundert, über Ursprünge der Fotografie. Zum Beispiel, ich habe über ein Pigeonogramm geschrieben, und das ist ein winzig kleines Foto aus dem Französisch-Preußischen Krieg von 1871, und das ist genau was die Tauben von damals aus besetzten Paris also. Mir fehlen wirklich Verben heute. Ich weiß nicht. Sie haben das, du hast das wirklich erreicht. ganz, ganz unterschiedliche Bilder. Aber also das war nur ein Anlass, das war ein Anfang. Also dieses Foto hat mich tatsächlich verfolgt und gezwungen, über Fotos frontal zu denken. Und das Buch fängt mit diesem Cover an. Und das ist wirklich eine spooky Geschichte. Das ist ein Foto aus dem Film von Maya Deren, Märchen zur Afternoon von 1943. Und sie gilt als Großmutter von amerikanischen Filmavantgarde. Und sie ist 1917 in Kiew geboren, in einer Familie von einem berühmten Psychoanalytiker. Und ich habe nur als Buch fertig war, verstanden habe, dass dieses Bild auch von 1943 stammt, und das ist auch Kiew. Und diese Frau ist jüdischer Herkunft. Und sie wäre 100% tot, wenn sie in dieser Stadt geblieben wäre. Und es ist einfach so, also einerseits habe ich Kolumnen geschrieben, andererseits das Buch funktioniert ganz anders. Also das Buch funktioniert ganz anders, und da gibt es Leitmotive, da gibt es, also ich habe irgendwann durchgeblättert und gedacht, dass bald so eine ganz böse Rezension erscheint darüber, dass diese Frau hat so ein limitiertes Welt anschauen, weil sie nur über Katastrophen und Erotik schreibt. Und ja, das ist zum Beispiel auch das Bild, was mich sehr erschüttert hat. Ich habe zufällig das in meinem Familienarchiv gefunden, auch so in einem Ordner, die anderen. die Sache ist, das ist ein Foto von Kiew von 43, und Kiew war damals besetzt. Also was bedeutet dieser Ordner von den anderen in meine Familie? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Zufall. Aber damals, also kurz vor meinem Fund standen 100.000 Leute auf diesem Maidan in Kiew, aber eigentlich, wir kennen diesen Platz als leerer Platz, komplett leerer Platz. Also wir sehen hier so diesen runden Gebäude, und das ist eigentlich Duma, also Kiewer Parlament, was noch während des Krieges als Ruine geblieben ist. Und hier vorne ist die Ruine von den ersten Wolkenkratzer des russischen Imperiums eigentlich, ja. Und als ich das Bild angeschaut habe, habe ich dann diese Kinder gesehen. Und eigentlich, das ist genau die Institutska Straße, auf dieser Straße ist meine Mutter geboren und dann ich. Und genau auf dieser Straße wurden 100 Menschen am Ende der von Maidan-Protesten getötet. Und also das ist, in Fotos hat
hat mich gerade das interessiert, also diese Schichten der Geschichte, Entschuldigung für Tautologie, und eigentlich, wir leben in so einer Zeit von Inflation von Bildern, von diesen, in diese digitale Welten, aber andererseits, wir können, jede von uns kann in unseren Computer Bilder domestizieren und die wiederschauen, die für sich fokussieren, also eine eigene Reise auch durch Computer für sich selbst zu erstellen, also können erstellen. Und vielleicht ein Absatz aus dieser Geschichte. Hier in dieser Kulisse sah meine Mutter das einzige Mal in ihrem Leben eine Hinrichtung. Als kurz nach dem Krieg die Exekution von 12 deutschen Kriegsverbrechern angekündigt wurde, liefen alle Kinder neugierig und freudig in Scharen zum Domaplatz, zum heutigen Maidan. Zwischen diesen Ruinen wurden sie gehängt, erzählt meine Mutter. Und alle haben gejubelt, besonders wir Kinder. Und später, sagte sie, habe ich mich oft wegen dieser Freude geschämt. Und dann schämte ich mich wie mich für diese Scham. Weißt du, du hast mehrere Bilder noch vorbereitet, darüber du uns etwas erzählen willst. Eigentlich, du hast mich über dieses Bild gefragt. Das ist tatsächlich, also es ist kein Buch über Kiew, es ist auch kein Buch über den Krieg. Ich hatte eigentlich in April ein Nachwort geschrieben, dass eigentlich dieses Buch handelt nicht vom Krieg, aber es wird vom Krieg umklammert. Und ich hatte eigentlich auch fast alle Premieren des Buches abgesagt. Ich wurde in April gefragt, ja, wann machen wir Premieren und so. Und ich hatte gedacht, das ist doch absolut blöd. Also wir sind im Krieg und wir wissen nicht, ob die Welt noch stehen wird und man soll jetzt über die Premieren nachdenken. Und jetzt sitzen wir hier und das Leben läuft weiter und das ist wirklich ein sehr ambivalentes Gefühl, muss ich sagen. Also einerseits, wenn wir unsere Sachen weitermachen und über diese Nuancen reden, bedeutet das, dass wir unsere Welt schützen, auch gegen Gewalt dieses Krieges. Aber andererseits, dass wir das weitermachen, ist auch eine Gewöhnung an den Krieg, dass da also weiter die Menschen getötet wurden. Und wir sitzen hier und machen unsere Sachen. Eigentlich seit Anfang des Krieges schreibe ich nur über den Krieg. Und das ist einer der Texte über diesen Krieg, den wir online erleben. Also noch eine Sache, also die Sprache ist wirklich unschuldig. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man sagt, russische Sprache ist imperial, dann sage ich, was ist mit Schalamow oder Mandelstam? Oder ich meine, dasselbe kann man über die deutsche Sprache sagen, es ist fast banal. Sternenregen. Es war ein trüber Tag, als ich dieses Video auf Instagram fand. Ich sah es mehrmals ohne Sound, verzaubert. Die Sterne fielen vom dunklen Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, vom Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop gesehen, ohne das zu bemerken. Aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft sei, wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Foto gefilmt hat. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt, dann schimpfte er ungezügelt, die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich wusste nicht, weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video noch einmal an, ohne seine Stimme, und sah die irritierende Schönheit, die nun, war es offensichtlich, den Tod in sich barg. Zu
Zuerst dachte ich, das seien die berüchtigten verbotenen Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in der Ukraine eingesetzt hat. Sie verursachen nicht nur Zerstörung, die heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden, oft platzen die Lungen. Ich dachte an den Soldaten, ob er noch lebt, und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über ihre Wirkung. Wir wissen vom Tod von Mariupol und auch, dass wir alles hätten verhindern können, aber Hilfe nur versprochen haben. Wir wissen, dass viele Städte unter hartem Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen. Und auch, dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind. Wir sehen Bilder und wissen genau, wie dieser Tod aussieht. Wir betrachten das weitere Geschehen, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir nur passive Zuschauer, die nun bedauern können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Das zunehmende Erstarrung dem laufenden Krieg gegenüber lässt Gewalt zu, macht uns zum Mittäter. Oh, wir müssen auch jetzt melden. An jenem Tag, als ich diesen Sternregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der zerbombten Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, das ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser, die großzügigen Boulevards in spätsozialistischem Stil, die wiederaufgebauten Dresdner Altstadt, selbst alles tat mir weh. Das zerbombte Gerippe trat immer wieder auf mit dem berühmten aus dem Himmel fragenden Engel mit seinem allwissenden bitteren Lächeln. Der Sternregen ging den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinem Inneren Ruinen waren in mir, eine Welt voller leerer, zerstörter Orte. Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, weder mit seinen Toten noch mit den kleinen Schicksalen und Erzählungen darüber. Als ich in das Albertinum kam, in die Kriegsgebilde und die Kriegsbilder von Otto Dix erblickte, habe ich meinen alten Atem verloren, der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen, als wären alle unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion, genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse in Menschen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes. Sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung. Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen unter offenem, ungeschütztem Himmel, aus welchem auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen und dadurch entsteht dieser Regen, der ungefähr 20 Sekunden lang dauert, ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet, danach brennt die Erde. Postskriptum. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat, der das Video gedreht hat, ein Bekannter eines Bekannten von mir ist. Er lebt, zumindest lebte er, als ich mit diesem Text anfing. Sie hörten die deutsch-russisch-ukrainische Schriftstellerin Katja Petrovskaja und Desi Gavrilova beim Humanity Festival in Wien am 2. Oktober 2022. Das Gespräch haben wir gekürzt. Ich bedanke mich beim Humanities Festival und dem Institut für die Wissenschaften von Menschen für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Bücher von Katja Petrovskaja wie Vielleicht Esther, das war 2014, oder Das Foto schaute mich an, das war 2022, können Sie im Falter Buchversand bestellen. Nachdenkliches aus der Welt von Politik und Kultur gibt es im Falter jede Woche.
Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter oder auch ein Geschenksabo. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.